komm bitte. Mama, komm mal bitte, wir wollten noch mal gucken. Siehst du den Schimmer von dem Mond in den Wolken? Hier den Mondschimmer siehst du nur. Selbst die Nachbarn unter uns können nicht schlafen. Guck mal, die unter meinem Zimmer ist auch noch wach, unter meinem Schlafzimmer. Auf Avalor. Ich kann nicht schlafen. Ist der Scheiß auch schon wiedergekommen? Sultan, wie der heißt? Da oben siehst du den Mondschimmer, siehst du? Ja, es kriegst auch dabei. Es kann nicht sein, dass der scheiß Orkan wiedergekommen ist, Sultan. Scheiße. Die Menschen waren alle in Feiertagsstimmung. Alle. Auch die, die kein Weihnachten feiern. Plötzlich kam ein ganz schwerer, Kirill-ähnlicher starker Orkan namens Sultan. Mit 250 km/h. Beschert uns eine traurige, ängstliche Weihnacht 2023, die wir ab nächstes Jahr und für die nächste Jahre Zukunft nie vergessen werden, wobei das immer in uns steckt bleibt, in unseren Erinnerungen drin bleiben wird. Wir haben dieses Jahr eine horrormäßige, ängstliche, katastrophale Weihnachten 2023 erlebt, was wir sonst in Weihnachten bloß noch nie erlebt haben. Gestern hatten wir gehofft gehabt, dass der Orkan Sultan aufgegeben hat. Aber leider hat sich herausgestellt, dass sie die ganze Zeit in den Auge drin waren. Heute schlägt der Orkan Sultan wieder zurück.
Das wären diese Weihnacht, dieses Jahr, diese Festtage, Allgemeinpartystimmung, Festtagsstimmung, dieses Jahr 2023. Das werden wir alle nie vergessen. Und ich nenne den Orkan den Horror-Weihnachtsorkan, den Horror-Weihnachtssturm. Sultan scheint doch kein netter Name, freundlicher Name zu sein in deinen Augen. Für uns alle war das eine traurige Festtagsstimmung, eine traurige Weihnacht. Kinder schreiten vor Angst, die Leute schreiten vor Angst. Gestern Morgen hat sich einer verletzt, ist gar gestern Morgen verletzt. Der Nachbar aus dem Haus, der hinten, wo die Weihnachtsbeleuchtung steht, muss schon helfen. Aufgrund davon helfen Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehr. Ist denn hier Menschen, die doch zu Schäden gekommen? Kinder, die zum Weihnachten Hoverboards gekriegt haben, können noch nicht bei meinem Wetter rumfahren, wie letztes Jahr. Letztes Jahr zu Weihnachten, im Gegensatz letztes Jahr zu der Weihnacht 2022, da gab es richtig schönes sonniges Wetter tagsüber und abends. Schöner, klarer, sternklarer, frostiger Himmel, sodass die Kinder, die mit Hoverboards Vergnügen hatten. Und das wird dieses Jahr nicht so sein. Was ist die Ursache? Ist der rote Komet nicht da, der Weihnachtskomet die Ursache, weil er die Erde näher kommt, seit gestern Abend bis heute? Oder ist dann doch ein Vulkanausbruch, dass der Autobahn schuld ist? Oder was ist die Ursache für den Scheiß? Orkan? Sultan? Oder ist es der Orkan Sultan Silber? Dass der bezeichnet wird, dass er genau so stark ist wie der Kirill damals? Ich wünsche euch alle einen schönen zweiten Weihnachtstag. Auch der zweite Weihnachtstag geht den Orkan Sultan über ins Opfer. Ist leider unter den Opfer gefallen. Unter den Orkan Sultan. Mama, aufstehen, Tee machen. Aufstehen, Mama. Mein Name ist Alexander Kitscher, ich kenne mich unter Wetter-Finale Kitscher YouTube-Kanal. Ich habe mit meiner Familie, mit meinem Verlobten, dieses Jahr halt die schlimmste Weihnachten 2023 unserer Lebens erlebt. Also meines Lebens erlebt. Mit einem Orkan-Sultan, der so einen gleichen Ausmaß hat, mit gleichen Ausmaßen hat. Mit solchen Ausmaßen, so wie Kirill, der Stärke hat, so wie Kirill, so ähnlich. Kirill mit Getty damals 250 bis 300 km/h. Der Orkan Sultan 200 bis 150 km/h.